Willkommen zurück zur Alien Trilogie. Ich habe in der letzten Aufnahme alles vorbereitet zu den Informationen des Spiels. Also man sieht es ja schon, Alien Trilogy ist ein Ego-Shooter-Spiel und basiert auf die ersten drei Filme. Also von den Alien-Filmen. Es wurde von Acclaim Entertainment entwickelt und veröffentlicht. Es wurde im Jahre Februar 1996 in USA veröffentlicht. In Europa wurde es März 1996 veröffentlicht und in Japan folgte der Release-Datum am 31. Mai 1996. Also schon sehr altes Spiel. Ja, das Spiel kam für die PlayStation 1, für Sega Saturn und DOS-PCs. DOS heißt Microsoft Disk Operating System. Also falls ihr euch fragt, was DOS heißt. Das Spiel ist ab 16. Und ja, den Charakter, den wir spielen, heißt Leutnant Alan Ripley. So, nun habe ich das nachgeholt nach vier Parts. Und nun lese ich die Missionsziel. Den Missionsziel, nicht die. Erneut wurde ein Bereich der Kolonie vollkommen erobert und infiziert. Eliminieren Sie alle außerirdischen Lebensformen, damit die Marines diesen Bereich versiegeln und biologisches Material untersuchen und vernichten können. Finden Sie alle Identitäten. Karten, nur so können wir feststellen, wie groß der Schaden wirklich ist. Übrigens, ich habe auch nachgeschaut, wie viele Level es insgesamt gibt. Es gibt insgesamt 31 Level mit Bonuslevel eingerechnet. Ups. Ich habe jetzt gerade aus Reflex nochmal geschossen. Was ist zugegangen, das? Ja. Bevor ich irgendwas wieder öffne, gucke ich erstmal natürlich wieder herum. Ich brauche unbedingt Munitionen. Boah. So. Das Problem ist, ich kann da kaum was sehen. Sicher. Was war das denn gerade? Ich brauche jetzt unbedingt was zum Heilen.
Ich war es nicht. Was auch immer das war. Ohne Witz, wie soll man das hier überleben? Ich bin so gut wie tot. Habe kaum Munitionen. Keine Ahnung, wie ich das gerade überlebt habe. Mann, hau doch Ratte ab! Ein Treffer und ich bin tot. Ein Schuss, noch 10 Schüsse und bin sowieso tot. Stopp! Ja, was soll dieser Scheiß auch? Ohne Witz, wie soll man das schaffen, wenn man kaum Munition hat? Ich meine, von der Schrotflinte habe ich noch sehr wenig Munition. Ansonsten, die Handfeuerwaffe gibt ja eigentlich auch nur wenig Schuss. Ich habe insgesamt nur 10 Schüsse mit der Schrotflinte. Ich habe keine anderen Waffen. Boah, du gehst mir voll auf die Nerven. Das Problem ist, die bewegen sich noch so eklig. Ja, lauf doch noch weiter da rein. Hallo, ich hänge fest!
Gut, die sind da drinne. Hallo! Ah, ich hab das von zerstört. Hä? Wieso hat sich noch die Leiter sich bewegt? Es ist manchmal nicht wirklich einfach, den perfekten Winkel zu finden und zu treffen. So, ich habe jetzt eine Automap. Oh, so groß ist sie also. Gut. Was ist das da unten links? Warum ist da noch schwarz? Gut, da könnte was Nützliches drinnen sein, vielleicht Munition oder Heilung. Ey, ohne Witz, ich habe insgesamt noch 14 Schüsse. Ich meine 15. Ich hab gerade bei mir auch gerade sich kurz gehangen. Hier ist nichts? Toll, Arzneimittel. Aber ich brauche Munition. Ach, schön. Schön. Ich habe insgesamt nur noch einen Schuss. Super. Wie soll ich das jetzt überleben? Ja, super. Echt super. Hau ab! Mann! Komm, leck mich doch am Arsch, ey.
Hier ist ja kaum was drin. Ach so, diese... Das sind Gänge, bemerke ich gerade. Also jetzt nicht hier die Räume, sondern... Hier, das sind Gänge. Dann sind die aber sowas von dunkel, dass man... Dass man hier kaum was sehen kann. Wo bin ich denn? Ganz ehrlich? Was soll dieser Müll? Ich habe keine Lust, dieses Spiel abzubrechen. Oder jetzt nochmal alles von vorne zu machen. Oder zumindest halt wieder diesen einen Bonusraum. Jedenfalls mache ich erstmal hier eine Pause. Also dieses Level ist ziemlich nervenauftreibend. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt und dann... Mal gucken, wie es zum nächsten Mal weitergeht. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Ansonsten sage ich hier nur noch Tschüss.